Herzlich willkommen an der Lenk, am südlichsten Tourismusort auf der Alpen-Nordseite. Unsere Gemeinde liegt an privilegierter Lage, am schönsten Talabschluss, zoberst im Simmental, am Fuss vom Wildstrubel. Dank Schwefel, eiserhaltiger Mineralquelle, ist schon bereits vor 300 Jahren der Grundstein für die touristische Entwicklung gelegt worden. Heute kennen wir im Sommer wie im Winter eine breite Palette an Freizeit, Sportmöglichkeiten sowie ein breites kulturelles Spektrum anbieten. Beschäftigungszweige, Landwirtschaft, Gewerbe und Tourismus ergänzen sich vorzüglich. Sie bilden für uns die Erwerbsgrundlage für unsere 2.500 Einwohner. Mit diesem Kurzfilm geben wir euch einen Einblick in die verschiedenen Bereiche unserer Gemeinde. Gerne heissen wir euch auch persönlich willkommen an der Lenk und wir freuen uns auf euch an der Lenk-Denk. Man sagt, die Lenk sei der wohl schönste Talabschluss des Berner Oberlandes. Und das ist keine Übertreibung. Zu oberst im Simmental, am Fuß des Wildstrubbels, als Teil der weltbekannten Wintersportregionen Adelboden-Lenk und Betelberg, ist Lenk auch im Sommer faszinierender Ort von Hochtouren und Passwanderungen entlang blühender Alpenrosen, rauschender Wasserfällen und kristallklarer Bergseen. Die einzigartige Landschaft macht schon die Anfahrt mit dem Zug von Bern, Spiez, Zweisimmen oder von Montreux über Zweisimmen und die Ankunft am schönen historischen Bahnhof zum Erlebnis. Im Stundentakt fahren die Züge. Der Simmenfluttunnel und die gut ausgebaute Simmentalstraße ermöglichen auch eine bequeme Anfahrt mit dem Auto. Ein Busnetz verbindet Lenk mit den schönsten Destinationen der näheren Umgebung. Neben dem zentralen Wirtschaftszweig des Tourismus verfügt der Ort über florierende Betriebe des kleinen und mittleren Gewerbes und der Landwirtschaft. Dass Wohnungen in einer der schönsten Berggegenden der Welt nicht in Maßen angeboten werden, liegt auf der Hand. Dennoch wird, wer als Einwohner Wohnung oder Haus in der Lenk sucht, mit etwas Geduld finden, was ihm vorschwebt. Alljährlich registriert die Lenk rund eine 500.000 Logiergäste, die zu 90% aus der Schweiz kommen. 56 Liftanlagen und 185 Pistenkilometer machen die Wintersportregion einzigartig. Von den vielfältigen, großartigen Sportmöglichkeiten profitieren Gäste und Einheimische. Dazu bieten 50 Vereine Geselligkeit und Aktivitäten für jeden Geschmack. Zwei Kindergärten, 7 Primar- und 4 Sekundarklassen in 2 Schulhäusern bereiten die Jugend der Gemeinde Lenk auf das berufliche Leben oder auf den Besuch weiterführender Schulen vor. Die Gemeindebibliothek ist mit Sorgfalt geführt. Ein Highlight sind die Jazztage Lenk. Seit 1988 zur Tradition geworden, bringen die Konzerte auf dem Kronenplatz, die Workshops für junge Musiker und die Bands aus aller Welt traditionellen New Orleans Jazz, Gospel und Blues ins Berner Oberland.
Ausgezeichnete Ärzte betreuen Einheimische und Gäste. Dazu ist das nahe Spital Zweisimmen von umfassender Kompetenz. Das Alters- und Pflegeheim an der Lenk verfügt über 31 Betten und eine im Jahr 2008 neue eröffnete Wohngruppe für demenzkranke Bewohner. Harmonisch fügen sich die Gebäude in die wunderbare Landschaft und strahlen Geborgenheit aus. Wegen bedeutender schwefel- und eisenhaltiger Mineralquellen erteilte die bernische Regierung 1689 die Lizenz für ein Kurhaus an der Lenk. Seither ist die Lenk ein Zauberwort geworden für jeden, der einmal hier war. Sie werden es verstehen.